Hallo und herzlich willkommen zurück bei Line. Wir fangen direkt mal mit ZB an. Beim letzten Mal haben wir ja ZA completed. So, und da können wir jetzt alle aussuchen. Wir gehen einfach der Reihe nach, würde ich sagen, ne? Regret. Hä? Muss ich jetzt zweimal durch das Ding? Ach so, okay. Ah. Also man kann auch zweimal mit derselben Farbe oder Form durch diese Kreuzungen gehen. Ich denke, es müssen einfach beide ausgefüllt sein, jeweils. Vielleicht gibt es dann später auch noch drei Wegkreuzungen. Das wäre durchaus möglich. Okay. Das wird jetzt natürlich schon ein bisschen trickier. Das, ja. Gefällt mir gut. Okay. So, und dann über die Diagonalen. Yes. Okay, jetzt die Frage ist, müssen wir jetzt wieder mit beiden Formen durch jede Kreuzung oder können wir auch wieder mit einer Form durch beide durch? Also zweimal durch, nicht durch beide. Ich denke, wir. Das ist, da stimmt was nicht. Wenn ich jetzt hier runtergehe, kann ich bis hierhin und dann ist Ende im Gelände. Das heißt, ich muss das hier, ups, das hier muss nochmal weg. Also darf ich das so machen? Ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt. Ich mache das erst mal so. Ach so. Aha, also ich kann doch mit einer Form zweimal durch die Kreuzung durch. Sehr gut zu wissen. Dann machen wir das mal so. Und dann zack. Okay, es wird jetzt tatsächlich ein bisschen trickier. Oh yeah. Wie machen wir das denn am besten? So? Ne, so nicht. Stimmt das? Oder habe ich das schon? Das so kann ich auch nicht gehen. Ja, und nun? Wenn ich hierhin zuerst gehe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder hierhin. Sorry, kann ich da nicht. Dann müsste ich hier hoch. Oder hierhin. Das Spiel, es kommt alles aufs selbe raus. Das wäre falsch. Und hier? Ach so, Moment, Moment. Was ist, wenn wir zuerst hier hochgehen und dann hier nach unten? So. So geht das. Oh, jetzt haben wir schon drei Stück davon, drei Kreuzungen. Sehr schön. Wir sind bei Level 7. Was ist, wenn wir jetzt erstmal hier. Ne, das geht nicht. So. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Das ist merkwürdig, wenn ich jetzt hier so nach oben gehe. Zack, 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 zack. Wow. Okay, da muss ich richtig einen richtigen Umweg machen, um das Ganze zu lösen. Also ist schon knifflig jetzt für mich. Ist für euch wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil ihr nicht noch dazu reden müsst. Wenn ihr denn mit mir mitknobelt. So, hier. Nee. So. Jawohl. Oh, eine neue Farbe. Wir haben jetzt auch noch das Viereck. Das rote Viereck, um genauer zu sein. Okay. Das scheint ja relativ einfach zu sein. Schön. So, ich denke, das dürfte klar sein. Das ist auch einfach und das eigentlich auch.
Also jetzt kommen wieder ein paar einfache anscheinend und jetzt geht's wieder direkt los mit den schwierigen wahrscheinlich. Okay, warum machen wir das nicht erstmal so? Ich denke, das ist richtig und das ist, denke ich, auch richtig. Dann so. Vielleicht. Jep. Dann gehen wir hier einmal durch. Und... Huh. Also der muss ja hier hin. Warum? Hä? Warum kann ich hier nach rechts nicht? Nach links? Verstehe ich irgendwie nicht. Ach so, das ist schon das Ende. Ach so. Okay. Okay, so dann. Habe ich irgendwie nicht geschnallt, dass es schon das Ende ist. Irgendwie... Weiß ich nicht. War meine Aufmerksamkeitsspanne gerade etwas gering? Geht das so? Nee, das geht so nicht. Ups. Vielleicht so? Ja, das sieht gut aus. Man muss teilweise auch ein bisschen einfach herumprobieren. Und dann klappt das irgendwann. So. Ich habe das Gefühl, man muss versuchen, möglichst oft diese Kreuzung mitzunehmen. Ich denke, das ist ein bisschen einfacher. Dann vielleicht so. Ich habe das Gefühl auch, man muss, wenn man erstmal so richtig denkt, wie das Spiel will, dass man denkt, dann ist es auch wesentlich einfacher. Ich weiß auch nicht, ob ich das geschafft habe oder nicht, aber wird schon irgendwie gehen. So, dann hier. Und so. Ich habe den Eindruck, es wurde wieder ein bisschen einfacher, aber, ne? Kann ich mich natürlich auch täuschen. Zumindest geht es einigermaßen gerade. Okay, jetzt haben wir wieder drei Kreuzungen. Das ist natürlich ein bisschen kniffliger. Sollen wir das einfach mal so machen? Und dann... Das geht natürlich jetzt nicht. Okay, ich habe nichts gesagt von wegen einfacher, ne? Vielleicht sollten wir das vielleicht dann doch ein Ticken einfacher halten, so zum Beispiel. Aber wie kommt das... Hä? Wie kommt das denn... nach unten? Das ist jetzt... vielleicht so... Und dann... So? Nee. Oder? Nee, das kann nicht sein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. So. Nee. Dann kommen wir hier wieder nicht durch. Hm. Ach so, vielleicht... Vielleicht so? Und dann... So. Nee, so nicht. So. Und so. Ah, paar Mal. Man muss echt teilweise ein bisschen erstmal ausprobieren und dann überlegen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Der Satz hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Aber egal. Wir machen weiter. Okay, wie wär's so? Und. Nee. Einfach. Hm. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das machen wir so. Nee. Und so. Und. Ach, das geht jetzt nicht. Das ist schade. Wie wär's? Nee, das geht auch nicht. Interessant. Ich glaube, der Rote muss durch zwei durch. Aber anscheinend nicht durch... Ja,
Wenn dann durch zwei Muster, durch die beiden. Wenn wir das jetzt so probieren? Nee. Wenn wir das jetzt doch wieder so nehmen, dann können wir hier nichts machen. Nee, das geht auch nicht. Dann fehlt hier einer. Was ist, wenn wir den so machen? Und... Oder den roten? Hä? Den roten so? Nee, das kann es nicht sein. Ich meine, das könnte natürlich schon irgendwie die Rätsellösung sein, dass der blaue nur durch eines dieser hier unten muss. Aber das ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung. Nee. Ich glaube, das hier muss schon so sein. Und so. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da so lange gebraucht habe, aber irgendwie war das, habe ich falsch gedacht. Lange Zeit oder nicht die richtige Lösung probiert. Na gut. Was ist, wenn wir das erstmal so machen? Und so? Nee. Das geht so nicht. Ich denke eher so. Oder? Nee, das ist auch falsch. Das ist auch falsch. So? Ja, so geht es. Aber es ist echt, also es ist echt tricky, muss ich sagen. Na gut, wir sind jetzt bei 21 bereits. Ich denke, dass die einfach direkt zu verbinden, das wäre fast ein bisschen zu einfach. Wir probieren es mal so. Und so und so. Das wäre jetzt wieder ein Ticken einfacher, habe ich das Gefühl. Wenn wir das so nehmen und dann. Nein, ups. So. Und so. Jetzt habe ich gerade einen Lauf irgendwie, ne? Das gut, jetzt habe ich es natürlich gerade verflucht, meinen Lauf. Das heißt, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder versagen. Was mache ich denn? Nee, das ist falsch. Wie wäre es so erstmal? Dann. So? Nee. Nee, da stimmt was nicht. Ups. Ich glaube, das muss irgendwie so um den Dreh rumgehen. Nee, der Rote muss auf jeden Fall hier durch. Das ist falsch. Der Rote muss auf jeden Fall hier durch. Der Rote muss hier durch. Der kann ja sonst gar nirgendwo lang. Anders geht's nicht. Ebenso der Blaue. Oder? Ich glaube, der Blaue muss hier noch einen Umweg machen. Und dann kann der Grüne hier unten durch. Genau. Dann Rot vielleicht. Probieren wir es mal so. Und Blau. So. Und grün. So. Oh yeah. Ich werde langsam warm. Ich denke, wir probieren das einfach mal so. Ich probiere jetzt echt am Anfang. Probiere ich einfach immer ein bisschen aus. Nee, das ist unmöglich richtig. Aber vielleicht so. Und damit haben wir Sektion Nummer B abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt Sektion C freigeschaltet. Und
Und Daily Levels haben wir auch noch unlocked, okay. You can access Daily Levels from the Main Menu. Okay, schön. Was bedeutet das? Wir gucken uns das wahrscheinlich dann am Ende mal an, diese Daily Levels. Aber an dieser Stelle machen wir mal wieder einen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.